Die Trierer Liebfrauenbasilika ist ein besonderes Gotteshaus. Errichtet Mitte des 13. Jahrhunderts gleich neben dem Dom, gilt sie als Kleinod der französischen Hochgotik in Deutschland. Seit 1986 zählt sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Besichtigungen und Gottesdienste sind derzeit allerdings nicht möglich. Das architektonische Meisterwerk ist eine Baustelle. Eine 500 Tonnen schwere, selbsttragende Gerüstkonstruktion erfüllt das Innere der Liebfrauenbasilika. Ende 2007 hat eine groß angelegte Innenrenovierung begonnen, die dem unerbittlich nagenden Zahn der Zeit Einhalt gebieten soll. Wie groß die vor allem im Zweiten Weltkrieg entstandenen Schäden am Gewölbe tatsächlich sind, stellte sich erst während der laufenden Arbeiten heraus. Zunächst mussten tiefe Risse repariert und hunderte Quadratmeter maroden Putzes erneuert werden. Die Maler sind dabei, die wunderbaren Lilien auszumalen, sodass man also die alte schöne Pracht des Paradieses am Himmel, am Gewölbe also der Kirche, wieder sehen werden kann. Voraussichtlich erst ab Sommer 2010 können wieder Gottesdienste in der Liebfrauenbasilika gefeiert werden. Deren Rettung wird teurer als erwartet. Statt der ursprünglich kalkulierten 3,3 Millionen Euro müssen Bund, Land, Bistum, Pfarrei und Förderverein rund 1 Million Euro mehr bezahlen.